Herzlich willkommen zurück zum Starfield Let's Play auf meinem Kanal ProPlayRP. Im letzten Video haben wir ja die Wracks entdeckt, der Mannschaft, mit der Sarah abgestürzt ist, und haben das Mädchen gefunden, das wir jetzt zurückgebracht haben zu uns in die Loge. Das ist da auch hoffentlich gut aufgehoben. Und wir sollen jetzt zum Koloniekriegsdenkmal, um dort die Marken wahrscheinlich hinzugeben, hinzubringen, hinzuhängen oder... Ich weiß jetzt nicht genau, was Sarah dort möchte, aber ich würde ja gerne mal hier bei Setlet News gucken, ob es hier irgendwie weitergeht, ob ich ihr noch ein paar News geben kann. Damit haben wir, das haben wir ja ganz am Anfang von Starfield gemacht, ihr ein paar Infos gegeben. Und was haben wir hier? Okay. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr mich wirklich riesig unterstützen. Wirklich, Leute, ich brauche unbedingt Abos, um hier weitermachen zu können mit meinem Kanal. Und lasst einen Kommentar da. Und unter der Videobeschreibung findet ihr den Link für Instant Gaming. Der Link ist komplett kostenlos. Und ihr könnt dort super günstige Games ergattern. Schaut euch das mal an. Dort gibt es neue Games, Vorbestellungen, alte Games, alles, was ihr wollt, Gutscheine. Schaut es euch mal an. Und wir sprechen nochmal mit ihr. Wenn du eine neue Story-Auflage hast, bezahle ich dich nur zu gern. Zurück an die Arbeit. Okay, nee. Wir haben ja nichts Neues für sie. Gut, dann gehen wir mal hier runter und gehen jetzt mal zu diesem Koloniekriegsdenkmal. Ist das jetzt hier auf New Atlantis überhaupt oder müssen wir da jetzt mit dem Schiff woanders hinfliegen? Aber ich glaube, es ist hier auf New Atlantis. Geben wir mal ein bisschen Gummi. Mass District, okay. So, da wird's da hell. Hier steht leider nicht da, wie sie heißt. Ob ich New Atlantis vermissen werde, wenn Toni und ich gehen? Ich glaube nicht. Oh, hallo. Mir geht's klasse. Und dir so? Das höre ich gern. Ja, das Leben ist schön, was? Ich lege seit einer Weile Geld beiseite, damit mein Freund Toni und ich die besiedelten Systeme erkunden können. Wir kommen der Sache immer näher. Okay. Nicht übel. Hab neulich eine Packung Stifte gefunden. Echt erstaunlich, was alles so liegen bleibt. Toni und ich wollen mehr vom Universum sehen. Ich liebe meinen Job, aber es muss im Leben doch mehr geben, als sich in New Atlantis abzurackern. Was ist mit dir? Hast du schon Abenteuer erlebt? Okay. Wow, das ist ja echt cool. Dann bist du ein Space Cowboy oder so. Aber an deiner Stelle würde ich das nicht so herumposaunen. In den UC sind die meisten nicht gut auf die Ranger zu sprechen. Mhm. Wirklich? Naja, du hast schon recht. Ich bin erschöpft. Ich liebe meine Arbeit, aber sie ist anstrengend. Ich könnte wirklich einen Terracino von Terra Brew brauchen. Okay. Das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Terracino, ich hab doch gerade auf... Ich habe doch gerade auf L gedrückt. Na, Missionen. Nee. Allesfresser sprengt so eine Mantis. Wir haben auch einen Haufen offene Quests noch. Mission. Wo finde ich jetzt? Das ist es nicht. Das ist das von Zara, Wechselspannung. Holt das Paket in Red Miles ab. Das glaub, da werden wir auch mal weitermachen. Die Stiefel, Allesfresser. Hm.
docke am Schiff an. Triff die Upside Strikes. Mob-Mentalität. Ach ja, das mit den Schuldnamen haben wir auch noch nicht erledigt. Das habe ich schon erledigt alles hier. Aktivitäten. Ach, das ist das. Jetzt habe ich aber wie so einen kleinen Schlag in der Hand und in den Arm gekriegt. Mal hier ein bisschen bewegen. Genau, das sind ja diese kleinen Missionen, die man hier machen kann. Finde ich da auch einen Marker dazu. Terror Brew. Ach, das muss ich ja wieder selber finden. Da gibt es ja wieder keine Marker dafür. Bringe einen Terror Brew Cappuccino zu Donna Rain. Wo war noch mal Terror Brew? Hier in der Gegend. Wo war noch mal Terror Brew? Oberflächenkarte. Geschäftsdistrikt, denke ich mal. Dass es dort ist. Terror Brew, da muss ich mal genau lesen, dass ich das finde. Weil Galebank, das ist das. Ach, da ist doch Terror Brew. Oh, hab ich aber schnell entdeckt diesmal. So. Hallo und hi, willkommen bei Terror Brew. Wie kann ich helfen? Natürlich, lass dir ruhig Zeit. Was soll ich ihr holen? Terror Brew Cappuccino, war's das? Jetzt muss ich noch mal genau lesen. Na? Ich wollte eigentlich noch mal hier ins Menü rein. Ja, Cappuccino, genau. Wo war die kleine Donna jetzt noch mal? Ja, dann muss ich ja wieder hier in die Bahn rein. Und dann finde ich sie ja, denke ich mal. Mass District, da war sie auch. So. More. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt hier schaffen werden, noch aber... Tag, noch ein Credit. Irgendwann verlasse ich New Atlantis für... Vielen Dank. Bald habe ich wieder jede Menge Energie. Dann bin ich die leidenschaftlichste Hausmeisterin in ganz New Atlantis. Hier, das habe ich beim Putzen gefunden. Ich dachte, du kannst es vielleicht brauchen. Danke nochmal. Wirklich sehr nett. So. Wie hieß der Ansprechpartner? Komm bald wieder. Was habe ich denn jetzt bekommen? Keine Ahnung, ne? So, ich wollte jetzt erstmal zu diesem Denkmal mit Sarah. Da kommt sie auch hoffentlich mit. Aber ich würde, bevor wir zu diesem Denkmal gehen, noch eine Weile laufen. Um den Skill weiter auszubauen. Was war das? Amstrice Achieves. Ja, wir sind gleich da. Dann habe ich nochmal einen Punkt weiter gemacht. Wo ist das, dieses Denkmal? Sarah, wo bist du? Ah, das ist dieses Denkmal. Sieh dir das an. Die Leben dieser ganzen Leute. Eingedampft auf Namen an einer Wand. Wie nah ich wohl dran war, auch nur noch ein Name zu sein. Sollte auf alles, was du seit dem Krieg geleistet hast, stolz sein. Ich bin stolz. Ich erkannte es nur nicht, bis du mir eine andere Perspektive gezeigt hast. Ich tue nur das, was ich für dich am besten halte. Weißt du was? Du hast recht. Da
Das habe ich. Deshalb müssen wir über unsere Freundschaft und das weitere Vorgehen reden. Ich möchte noch kurz hier bleiben. Dann können wir zum Wasserfall gehen und uns ungestört unterhalten. Okay. Ach, hier kann ich gerade nicht weiter was machen. Okay. Zum Wasserfall, okay. Ist der hier gewesen? Oder unten? Ach, da muss ich wieder hier lang. Ach, wieder in den Zug rein. Raumhafen? Ist da dieser Wasserfall? Oder? Ach nee. Müssen wir jetzt wohin fliegen wahrscheinlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ob wir jetzt irgendwo hinfliegen sollen zu diesem Wasserfall oder ob das jetzt hier irgendwo ist auf dem Gelände. So. Ach nee. Wir gehen in die Unterdecks, okay. Wenn nötig, könnte ich nur von Kaffee leben. Wasserfallpromenade, okay. Da möchte Sarah mit uns hin. War ich hier schon mal auf der Wasserfallpromenade? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Nee, ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Ach, das ist hier die Wasserfallpromenade, okay. Ah, hier! Das ist wahrscheinlich so eine Art Staudamm und da haben die hier so einen riesigen Wasserfall. Wow, wo ist Sarah? Ja. Wunderschön hier, oder? Ich war überall in den besiedelten Systemen. Doch genau dieser Ort... Diese Stelle ist in der Galaxie einzigartig. Es ist unglaublich schön. Ja, ich weiß. Hier oben lasse ich mir durch den Kopf gehen, worüber wir in der Constellation gestritten haben. An diesem Ort habe ich schon so viele Entscheidungen getroffen. Scheint ein idealer Ort zum Nachdenken zu sein. Und genau darum habe ich dich hergebeten. Ich wollte mit dir über etwas ziemlich Wichtiges reden. Okay. Gut, denn das ist so einiges. Es geht um meine Rückkehr nach Cassiopeia. Was wir über Sona erfahren haben, lässt mir einfach keine Ruhe. Es mag verrückt klingen, aber die Einsamkeit dieses jungen Mädchens erinnert mich an mich selbst. Aber du bist nicht allein, du hast mich. Ja. Aber für wie lange? Mein Leben lang war ich von Leuten umgeben. Bei der Constellation, dem Navigator Corps, sogar dem UC-Militär. Gleichwohl war ich immer so weit weg, wie sehr ich auch dazugehören wollte. Bist du sicher? Vielleicht ist es mein Wesen, andere auf Abstand zu halten. Oder sie sogar fortzustoßen. Vergiss die Vergangenheit, was du jetzt hast, zählt. Es wäre wundervoll, so jemanden zu finden. Warte mal, was genau willst du sagen? Beziehung oder Freundschaft? Sorry, ich muss mich nur einen Augenblick sammeln. Ich weiß, dass du auf eine feste Beziehung aus bist. Du willst mir nah sein. Also, wenn du dieses Wagnis mit mir eingehen willst,
Dann will ich es auch. Du bist wirklich besonders, weißt du? Dank dir überwand ich meine Selbstzweifel, gewann an Selbstvertrauen und so viel mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich ganz. Und mit dir an meiner Seite wird dieses Gefühl ewig währen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich werde dich immer lieben. Wenn es Zeit, ich würde gern mit dir reden. Mit ihr reden. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Sie war mal wieder auf einer Sightseeing-Kreuzfahrt. Wusste gar nicht, dass deine Mutter noch lebt. Ah, stimmt. Ich habe noch nie wirklich über sie geredet, oder? Meine Mutter lebt ziemlich abgeschieden. Also hören wir uns nur selten. Weshalb ich auch nicht oft an sie denke. Tut mir leid, ich habe schlimme Erinnerungen geweckt. Eigentlich beneide ich dich um die Freiheit, die du erlebt hast. Alleine zu leben. Ohne Eltern, die dein Leben bestimmen. Deine Eltern wollten sicher nur dein Bestes. Nein, wir hätten schon viel früher darüber reden sollen. Du musst wissen, dass meine Eltern beide Diplomaten bei der administrativen Division der UC waren. Nachdem ich mit der Schule fertig war, haben sie mich für eine einjährige Ausbildung in ihrer Abteilung angemeldet, ohne mich zu fragen. Sie wollten wohl, dass du in ihre Fußstapfen trittst. Wollen ist das falsche Verb. Verlangen wäre treffender. Ich wurde für die Ausbildung nach Cydonia geschickt, wo ich politische Richtlinien ausarbeiten und Handelsdispute schlichten musste. Das einzig Gute an dem Job war, dass ich dadurch jeden einzelnen Quadratzentimeter des Mars erkunden konnte. Gnadenlos gepackt. Die diplomatische Ausbildung warf ich ein paar Monate vor dem Ende hin und ging dann zur UC Navy. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert. Wir stritten uns heftig und brachen den Kontakt komplett ab. Das war sicher eine sehr schwierige Zeit für dich. Naja, das war noch nicht das Schlimmste. Weißt du, mein Vater ist gefallen in den ersten Stunden des Koloniekriegs. Bei der Beerdigung auf Jemison haben meine Mutter und ich uns geschworen, dass wir in Kontakt bleiben. Bist du süß. Immer sorgst du dich um meine Gefühle. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. Dein Lächeln, deine Fürsorge. Sie erhellen die dunkelsten Tage. Hör mal, ich will ganz offen mit dir sein. Wir reden über Familie. Da frage ich mich, wo unsere eigene Beziehung steht. Bindung. Ich will die Zukunft mit dir verbringen für immer. Meinst du das ernst? Wirklich? Wir beide. Von diesem Moment habe ich geträumt. Doch jetzt verschlägt es mir die Sprache. So. Dann weißt du, dass meine Antwort ja lautet. 1000 Mal ja. Ich muss jetzt erst einmal über die Zeremonie nachdenken. Ich habe schon einige Ideen, wie wir das angehen. Weißt du, ich habe immer davon geträumt, die Liebe meines Lebens zu finden. Und nun bist du hier. Hier an meiner Seite. Cool, jetzt haben wir einen Girlfriend in dem Game. So, wo, was sollen wir jetzt überhaupt machen hier hinten? Ja, wir sollen wieder zurück, ne? Ich wollte eigentlich mal hier vorne gucken, was sind das hier für Automaten? Sind das Automaten oder? Ach, das ist einfach nur ein Chunks-Automat, wo es ein bisschen Futter gibt. Hier können wir uns ruhig mal umschauen. Vielleicht gibt es hier Leute zum Ansprechen. Ist nur ein Burger. Burger. Okay, wow, sieht das hier toll aus. Die Aussicht ist ja schon mal mega geil. Mega geil sieht das hier aus. Und hier können wir hier auch noch lang. Ne, da ist sonst nichts. Gut, dann gehen wir zurück.
versuchen wir mal noch einen Punkt weiterzumachen mit hier der Belastbarkeit für den Skill. Ah, wir können ja auch weiter rumlaufen, oder? Nee. Nee. Ah, ich hab's geschafft. Ich habe Fitness jetzt auf die nächste Stufe gebracht. Da könnte ich ja mal schauen, ob ich mir einen Skill wieder aufleveln kann. Skills. Soll ich mal gucken hier. Das war Schleichen. Das war Fitness. Social. Handel. In der freien Marktwirtschaft der besiedelten Systeme kann fast jeder mit den richtigen Fähigkeiten ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Plündern. Ich wollte eigentlich Laser, Nahkampf, Ballistik, Pistolen. Was haben wir hier? Technologie wollte ich auch mal gucken. Fliegen. Dann wäre ja noch nicht mal den ersten durch, oder? Zerstöre 5 Schiffe. Sicherheit. Fliegen. Boostpack Training. Hier kann ich noch nichts weiter machen. Ballistische Waffensysteme. Okay, pack mal's hier rein. Verursache bei gegnerischen Schiffen 4000 Schaden mit ballistischen Waffen. Gut, haben wir den Skillpunkt wenigstens gut eingesetzt. Und gehen jetzt erstmal zurück. Achso, hier, das brauchen wir gar nicht mehr machen. Den nächsten Skillpunkt, den opfere ich wieder für die Ausdauer, dass das mal auf Maximum kommt. Oder erstmal alle Skills, die erste Stufe schaffen. Ne? Das wäre es ja auch mal. Raumhafen. Jetzt muss ich mal gucken, was mache ich jetzt weiter. Ich glaube, wir machen jetzt eigentlich die Ryujin-Quest weiter, denke ich mal. Das wäre das Beste, dass wir da mal vorankommen. Bisschen mehr XP bekommen, bisschen mehr Loot zum Verkaufen und bisschen mehr Credits. Wäre das gut, auf jeden Fall. Da ist unser Schiff. Und gucken, ob wir jetzt überhaupt die Ryujin-Sache aufrufen können. Hope-Tech, genau. Na, jetzt drücke ich immer hier drauf. So, ich möchte Sternkarte. Jetzt müssen wir nämlich zur Hope-Tech reisen. Und das wäre da oben. Im Narion-System, okay. Auf Valo. Polvo. Ah, hier. Hope Town. Da war ich schon mal. Und dann gehen wir mal auf Landen. Ach, ich wollte noch Munition kaufen. Ah, verdammt. Ich wollte noch Munition kaufen. Ich habe für meine Maelstrom keine Munition mehr. Nur noch für die Schrotflinte. Vielleicht finden wir ja dort auch Händler. Wo wir ein bisschen Munition verkaufen können. Kaufen können. Ein bisschen mehr Munition kaufen. Ich muss Munition kaufen. Ich muss mal gucken, welche Munition meine Waffe braucht. Ich suche nach feindlichen Lebensformen. Und zwar Waffen. Maelstrom. Da ist sie. Sie braucht 6,5 mm. Okay. Das müsste ich also kaufen. 6,5 mm.
Das war Schiffsautomat. Hier steht jemand, als ob der angesprochen werden will. Nee, ist nur ein Bürger. Hier ist ein Ranger-Posten. Es kommen Leute aus dem Ganzen. Die örtliche Security regelt die meisten Probleme hier. Ich greife nur ein, wenn es was Großes ist. Die einen arbeiten quasi im Kleinen, die anderen im Großen. Das Kleine ist lokaler Ärger. Sachen, die hier in Hopetown passieren. Dafür ist die örtliche Security zuständig. Wir Ranger beschützen das gesamte Freestar Collective. Kümmern uns also um Probleme, die mehrere Welten betreffen. Schmugglerringe, entflohene Sträflinge, Piratenbanden, die Transporter überfallen. Das ist unser Metier. Deswegen gibt es in verschiedenen Siedlungen Ranger-Posten. Wir werfen ein großes Netz aus. Seltenst. Die örtliche Security kümmert sich um deren Probleme. Aber ab und zu brauchen wir im Rahmen unserer Arbeit Zugang zu vertraulichen Informationen. Marke oder nicht, manche Leute sehen es nicht gern, wenn wir in ihren Büchern und Personalakten rumstöbern. Aber das kommt ehrlich gesagt nicht oft vor. Die meisten Leute arbeiten mit uns zusammen, weil sie wissen, dass es in ihrem Interesse ist. Aber mehr gibt es hier nicht zu erfahren. Das ist ein Magazin. Hier ist eine Werkbank, hier ist ein Raum. Hier sind Gefängnisse. Aber hier wird es nichts geben, ne? Ne, hier gibt es nichts, was wir gebrauchen können. Wir werden hier mal zum... auf jeden Fall gucken, dass ich hier einen Händler finde. War das hier nicht ein Händler? Ja, das ist doch ein Waffenhändler hier. Was wird dich du hast doch bestimmt Munition für mich. Ein paar Regeln. Wenn in der Stadt irgendwo Recht und Ordnung herrschen, dann hier. Komm ja nicht auf die Idee, hier was zu stehlen. Kein Falsch. Die Preise sind fix. Und vielleicht noch irgendwas. Sei kein Arsch. Cool. Dann kriegen wir keinen Stress. Wenn du Waffen brauchst, die gibt's hier nur bei Best Defense. Ich weiß schon, was du denkst, aber unsere Hardware ist erstklassig. Hier kommen viele Kunden durch. Wir haben für jeden was. Hier gibt's keine Geschenke. Man muss sein Zeug beschützen. Aber dann kann man unabhängig sein. Das ist mir tausendmal lieber, als so ein Konzernroboter zu sein. Viele meiner Kunden sind Reisende. Hopetown ist der einzige Flecken Zivilisation weit und breit. Also muss ich einige schwere Kaliber auf Lager halten. So, was hat er denn? Was suchst du? Ich brauche hauptsächlich Munition. 6,5. Oh, nee, die normalen. So, was hat er denn sonst alles? Hat ein paar Waffen hier. Auch keine. Er hat ein paar Anzüge und nichts, was ich gebrauchen könnte. Kampfmesser. Langwier. Nee, ist noch nicht mal was. Nicht mal was Legendäres. Sieht zwar auch gut aus, aber die hat weniger Leistung als meine Waffe. Muss ich mal gucken in meinen. Noch mal kurz ins Inventar gucken. Ob ich jetzt. Ob meine Maelstrom. Ja. Ich habe wieder genug Schuss. Hey, hallo. Was mache ich denn? Ah, was habe ich jetzt gemacht? Wo habe ich. Ich habe ja auf F9 gedrückt. Wo bringt der mich dahin? Zurück zum Schiff oder wie? Jetzt könnt ihr mal ein bisschen schneller laden. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Leute. Ich will doch ins Narion-System.
Habe ich jetzt irgendwie zurückgesetzt? Laden. Ach, wenn ich F9 drücke, da bringt er mich zum letzten Speicherstand zurück. Okay. Ja, dann muss ich halt, ich weiß nicht, muss ich das jetzt nochmal machen? Wenn, dann muss ich ja nur die Munition nochmal kaufen. Mehr nicht. Na gut, auch das mit dem Denkmal nochmal machen, das mit den ganzen Gesprächen nochmal machen. Jetzt muss ich gucken, wie weit ich jetzt nochmal alles machen muss. Ach, ich drücke immer falsch hier. Optisch. Ja, da muss ich halt nochmal mit dem Typen sprechen, schnell. Ach, Kacke. Ich wusste ja nicht, dass das Drücken, dass das passiert, wenn ich da drauf drücke auf den Knopf, dass ich da einen Speicherstand zurückgeschmissen werde. So, landen. Dann machen wir das nochmal schnell. Schnell nochmal mit den Typen sprechen, schnell nochmal Munition kaufen und dann weiter. Wollte eigentlich auf Schnellspeichern drücken. Nicht auf hier einen Speicherstand zurück. Habe ich überhaupt jetzt meinen Skill immer noch oder muss ich den jetzt nochmal verteilen? Dieser Planet ist genau mein Ding. Mal einfach mal. Nee, alles gut. Hier könnte ich eine Weile wandern. Sprechen wir nochmal mit der Ranger Tussi nur schnell sprechen. Kann ich die Leute hier sind tough, aber auch gute Menschen. Seltenst. Die örtliche Security kümmert sich um deren Problem. Aber ab und zu, Marke oder nicht. Aber das kommt ehrlich. Das haben wir alles schon, das kann ich schnell überspringen. Die einen arbeiten. Das Kleine ist Lob. Dafür ist die Art. Wir Ranger beschützen. Schmugglerringe. Deswegen gibt es ihn. Okay. Bis bald mal. Okay, hier war das Magazin, genau. Was? So, jetzt gehen wir schnell hier zum Händler. Hallo. Ihn schnell anlabern. Ein paar Regeln. Komm ja nicht auf die Idee hier. Kein falsch. Und... dann kriegen wir keinen Streit. Nochmal schnell durch. Ich weiß schon was. Nicht nochmal schnell hier durch. Wuseln. Hier gibt's keine. Aber dann kann man. Viele meiner. Also muss ich. Gut. So, ich möchte nur Munition. Ah, hab ich eigentlich in Kleidung mal geguckt, aber da ist nichts Besseres dabei. Nee, Besseres ist da nicht dabei. Dann nur Munition. Immer hier. Immer hier. Jetzt aber auf Schnellspeichern drücken. Verzeihung? So, hier müssen wir jetzt lang. Was ist mit ihr? Das ist eine Bürgerin. Am Zahltag ist immer viel los. Ich lasse nur vor der nächsten Schicht Dampf ab. Unglaubliche Preise, oder? Uptown Security. Gut, dann gehen wir mal schnell hier rein. Ohne die Fabrik wären wir Staub. Was für dich gefunden? Was hat sie denn für mich gefunden? Ich hab doch gar nichts. Ich hab immer ein Ohr für dich. Oh, warum gehst du denn schon? Weil hier, wir waren ja schon mal hier, ne? Wir waren ja schon mal hier. Mal kurz. Fremde bedeuten grundsätzlich nie etwas Gutes. Hier ist eine Kinderecke, Kinderspielecke, wow. Ron Hope verkörpert die Redewendung, keine Kosten scheuen. Verkaufsautomaten. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier hinten lang? Ne, das ist ja hier das Bad. Also denke ich mal, dass wir hier durch müssen. Waren wir hier nicht auch schon?
weiß es jetzt gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Aber ich würde mich trotzdem mal gerne umschauen, so ein bisschen, wie das hier aussieht. Ich glaube jetzt nicht, dass es hier was zu sammeln gibt, aber man kann sich das ja mal angucken, so ein bisschen. Da oben sollen wir hin. Sollen wir da oben hoch oder? Was ist das hier überhaupt? Ist das ein Schiff? Ne, das ist eine Maschine. Das ist wahrscheinlich die Maschine hier für diese Anlage. Ich weiß ja nicht, was das jetzt für eine Art von Maschine ist. Ach, ist oder ist das eine Werft? Ja, stehe ich. Stehe auf Bakur. Ist das hier so ein Hafen? Das ist so eine Art Werft. Ja, da werden wahrscheinlich Schiffe repariert oder gebaut. Das Ding hier ist riesig. Wie komme ich hier rein? Ich glaube, irgendwo unten war, denke ich mal. Muss ja hier irgendwie reingehen. In das Ding. Da muss ich jetzt erstmal den Weg finden, wie es da reingeht. Hier auf jeden Fall nicht. Hier oben auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier von hier oben irgendwie da reinkommen. Muss ja hier irgendwo einen Eingang geben. Irgendwo ist hier ein Eingang. Müsste das nicht hier unten sein? Oder doch eher von oben? Sollen wir doch aufs Schiff raufklettern? Was wären die Missionsaufgabe jetzt direkt? Ah, ich soll das A-Gerät, also doch oben auf dem Schiff. Doch hoch aufs Schiff. Aufs Schiff rauf. Das hat keinen Wert. Muss also doch auf. Ah, okay, man kann nicht ins Schiff rein. Aber ich soll das im. Bin ich jetzt nicht drin im Schiff? Jetzt bin ich doch drin. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, drin. Hier ist alles zu. Genau, hoch. Jetzt sind wir ganz einfach ins Schiff reingekommen. Ich sollte mal gerne gucken, wie sie... Oh, wir dürfen uns bestimmt nicht erwischen lassen. Jetzt muss ich warten, bis der Typ weg ist. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit, so lang wie mein Bein. Igitt. Ich muss warten, bis sie weg ist da hinten. Ich muss warten, bis sie weg ist. Okay, sie ist weg. Zurück zum Ryujin Tower, okay. Da muss ich jetzt einen Weg hier rausfinden. Aber am besten den Weg, den ich auch hier reingekommen bin. Jetzt auf die richtige Speichertaste drücken. Zu looten gibt es hier absolut gar nichts. Hier gibt es absolut gar nichts zu looten. Das ist einfach nur eine Riesenhalle, wo vielleicht nochmal irgendwas passieren wird. Aber im Moment nicht. Jetzt mussten wir nur das Teil platzieren.
Wir sollen jetzt zum Tower zurück, zum Ryujin Tower. Ich glaube, wir haben diese Aufgabe diesmal super erledigt. Ich glaube, die Aufgabe haben wir jetzt schnell erledigt. Das war schnell, zack, zack. War nur eine kleine Aufgabe. Hier konnte man nicht viel falsch machen, hoffe ich mal. Obwohl ich da denke, dass wir bei der letzten Mission auch nichts falsch gemacht haben. Die nur irgendwie... Wir wurden einmal erwischt, aber... Wir haben doch alles eingesammelt und abgegeben. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Sternkarte. Wie wir jetzt hier am besten zurückkommen. Wir müssten nämlich... Wieder... Hier bin ich. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Ach, hier hin. Wohl 2, genau. Zum Ryujin Tower. Da porten wir uns mal schnell hin. So. Neon. Das habe ich auch schon gescannt. So, schnell porten und mal sehen, ob sie uns diesmal lobt. Auch wenn ich der Meinung bin, wir haben zwar letztens erwischt, wie wir die Tür aufgeknackt haben, aber nicht wie wir die Slate genommen haben. Und wir haben sie auch abgegeben. Wir haben ihre Infos bekommen. Wir statten der Astral Lounge einen Besuch ab. Das versteht sich von selbst, oder? Naja. Neon finde ich eins der geilsten Städte hier in Starfield, weil es ja einfach aussieht wie bei Cyberpunk. So, Operations. So schnell hin zu, wie ist sie nochmal, Imagine. Sie heißt Imogen, genau. Hallo, hast du ein Update für mich? Gute Arbeit, dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse... Wir haben die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Es sind gute Nachrichten. Der Deal ist gescheitert. Masako war recht zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen kleinen Bonus zu geben. Nicht genug für ein neues Schiff, aber nicht übel. Du verdienst es, aber zurück zur Sache. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Okay, immer her mit den Details. Gut, außer den üblichen gibt es nicht viel zu sagen. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Okay. Die Trident Luxury Sternwerft befindet sich im Orbit von Aquila im Cheyenne-System. Die Regeln sind die gleichen. Sei diskret, lass dich nicht erwischen. Okay, also diesmal wieder was, wo wir uns mehr anstrengen müssen, damit wir nicht erwischt werden. Ob ich das hinbekomme, ja, diesmal mehr schleichen, mehr ducken. Da kriegen wir das hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Bauplan jetzt genommen werden muss, von wo ich den stehlen muss. Jetzt sind wir erstmal in der Lobby zurück. Ich würde ja gerne mal gucken, Map. Oberflächenkarte. Nee, zeigt er jetzt nicht. Ach nee, ich muss hier... Ah, okay. So, Sternwerft schon wieder. Okay. Sternenwerft.
Wie komme ich denn jetzt hier, wenn ich hier einfach nur zur Sternenwerft möchte? So. So. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Wir scannen auf Schmuggelware. Hab keine Schmuggelware. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Ja, ich möchte auch zu dieser Sternenwerft. Ach, da ist es. Da ist die Sternenwerft. Da ist die Sternenwerft. Willkommen bei Trident. Unsere Annehmlichkeiten stehen allen Kunden offen. So. So. Naja. Na, ich muss doch einen Scanner einschalten. Was musste ich nochmal drücken? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Ja, So, was habe ich denn da immer gedrückt? Das habe ich schon wieder vergessen, ne? Ah, sorry. Sorry. Ah, nicht mit die Maus drücken. Bin ich blöd? So, nochmal schnell Tastenbelegung. Schiff. Raumschiff Loop. Booster. Flugmodus. Perspektive. Umschalt. Waffen. Schiffsaktion. R. R. Wusste ich doch. Oder? R. Wieso geht es denn jetzt gerade wieder nicht? Ich mach wieder irgendwas falsch, ne? Wieso stehe ich denn gerade auf? Ich muss doch ankoppeln. Ich muss andocken, Freundchen. Hallo, Captain. Ich muss andocken. Jetzt geht das Spiel schon wieder los, dass ich wieder nicht hinbekomme, aber ich drücke einfach wieder die falsche Taste, denke ich mal. Muss ich vielleicht näher ran? Trident Luxury Lines begrüßt dich. Dock gerne an und sprich mit unserem Freund. Ah, ich musste nur näher ranfliegen, aber bin eh blöd. Ich musste nur näher ranfliegen und dann geht das schon mit andocken. Ja, aber jetzt funktioniert es, denke ich mal. Dass wir da. So, wir können gleich gucken, ob hier was mitnehmbar ist. Hier ist wieder nichts mitnehmbar. Man darf hier wieder nichts klauen. Jetzt haben wir hier die Basis erreicht. Benimm dich gut.
Auftragsbörse. Hier gibt's noch keine Aufträge. Hallo. Willkommen bei Trident Luxury Lines, den Erbauern der besten und luxuriösesten Schiffe in der Galaxie. Falls du Fragen zu unserer Produktpalette hast oder eine Kreuzfahrt buchen möchtest, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, was kann ich für dich tun? Ist eine Trident in jeder Hinsicht das Beste? Auf keinen Fall. Deimos hat fantastische Raketenbatterien, Stroud-Eklund-Schilde sind umwerfend. Aber was einer Trident in diesen Bereichen fehlt, macht sie mit Stil, Luxus und Komfort mehr als wett. Eine Kreuzfahrt mit Trident kann dein Leben verändern. Natürlich. Es ist wichtig, die Produkte meines Arbeitgebers sowie ihre Stärken und Schwächen zu kennen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles hier erfahren müssen von ihr oder ob wir einfach weitermachen können. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich selbst irgendwann mal losziehen, wie du sich... War mir ein Vergnügen. Ich glaube, ich gehe einfach mal zum Ziel. Das ist unter mir, das Ziel. Was machst du hier? Ach, scheiße. Ich weiß genau, warum wir diese Sternenwerft besuchen. Es kann sich wohl keiner von uns so ein überteuertes Schiff leisten. Ich darf mich ja hier umschauen, ne? Wir behalten dich im Auge. Keine Dummheiten, okay? Nach meinem zweiten Grand Nova-Preis erscheint mir diese ganze Zeremonie wie eine Bagatelle. Langatmig. Ich kann sie nicht ansprechen. Warum nur? Was machst du hier bitte? Philippa hat niemanden für mich angekündigt. Das ist das Herz von Trident. Hier darf niemand einfach rumlaufen. Oh, und erzählt es auch Witze? Naja, wenn du schon mal da bist, viel Spaß im Angesicht von Größe. Hier erschaffe ich... erschaffen wir die nächste Generation der Trident-Schiffe. Oh ja, ich bin Gladys Coffin, Chefarchitektin von Trident. Wenn du sonst noch Fragen hast, mach bitte schnell. Oh, das ist ja amüsant. Eleganz mit den strengen technischen Voraussetzungen der Raumfahrt zu vereinen, das ist Kunst, keine Wissenschaft. Und künstlerisch bin ich sehr begabt. Bin ich berühmt? Naja, meine Auszeichnungen und Errungenschaften dürften das beantworten. Oh, danke. Ja, ich habe kürzlich erst meinen zweiten Grand Nova-Preis gewonnen. Das ist zwar eine große Ehre, aber nach so vielen Preisen und Auszeichnungen auch nichts Besonderes mehr. Ja, ich verdiene eine Auszeichnung für meine beachtliche Kunstfertigkeit. Die kriegen wir doch dazu, die Station hier zu verlassen, dass wir uns die Baupläne holen können. So eine Sache aus Neon. Ich glaube, es nennt sich Velocity. Irgendein Getränk oder eine Speise oder so. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt. Du scheinst gerade nichts Besseres zu tun zu haben. Hättest du Lust, mir einen dieser Velocities zu holen? Die Sorte ist egal. Und natürlich würdest du dafür auch entlohnt. Ah, holen wir dir einen, damit wir hier an die Baupläne kommen. Ich bin gespannt zu sehen, worüber alle so begeistert sind. Okay. Zurück zur Arbeit an der Zukunft.
hole ich mal so ein Velocity. Wie holt man den? Einen Velocity. Soll ich für sie holen? Hier gibt es Trinks. Wo gibt es hier Trinks? Ach nee, da müsste ich hier... Nee. Da müsste ich ja hier einbrechen. Willkommen bei Trident. Weil hier war ich noch gar nicht, ne? Es ist eine Ehre, Teil von etwas so großem. Oh, das ist ein riesiger Serverraum. Liegt ein Dietrich, den nehme ich mit. Ah, sorry. Ich glaube, den werfe ich wieder weg, den Dietrich. Den einen. Inventar. Sonstiges. Den möchte ich wieder ablegen. Genau, wir wollen ja nichts klauen hier, sonst werden wir verhaftet. Das ist so eine Art Serverraum hier. Das wird vielleicht später mal interessant. Mission, ja. Aquila City. Wir müssen noch mal in die Missionsübersicht. Schiff, Inventar, Skills. Ich soll einen Velocity holen. Hier gibt's doch keine Bar. Gibt's denn hier für ein Schnulli? Wie hole ich ihr so ein Elocity und von wo? Deadlines, Deadlines. Nichts für ungut, aber hast du dich verlaufen? Auf der Station gibt es keine Bar. Aquila City könnte ich schon mal schauen. Wegen dem Velocity, ob es den da gibt. Was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist versiegelt. Ich könnte mal schnell schauen. Habe ich in Aquila City schnell mir einen Velocity Holder? Ob es da einen gibt? Da gibt es ja auf jeden Fall eine Bar. Ob die sowas dort haben? Oder ich müsste irgendwo anders, in eine andere Gegend hinreisen, hinfliegen. Vielleicht wieder nach Neon zurück, ob die da einen Velocity haben. Müssen wir jetzt halt mal suchen. Ich hab da was für dich. Das Schiff, nee, ich möchte jetzt erstmal schnell. Nur schnell. Zu der kleinen Bar. Hier war ich auch schon lange nicht mehr. Hier ist die Bar. Mal gucken, ob der ein Velocity hat. Der Hitching Post will die... Willkommen im Hitching Post. Wir haben... Hier, bitte. Alles, Bonbon. Pale Ale, Harvest. Und hier gibt's sowas nicht. Wo finde ich einen Velocity? Könnte ich doch nur bei Neon finden, oder? Oh.
wir müssen mal noch schnell. Müssen wir schnell auf die Karte gucken. Wo könnte ich einen Velocity industrieller Außenposten? Ne, da müssen wir nochmal gucken. Marion. Nee. Wo muss ich denn nochmal hin? Nee, hier war das noch gar nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal zu New Atlantis und genau Alpha Centauri. Und werde hier. Nee. Nee, da will ich nicht hin. Erstmal zu New Atlantis reisen und gucken. Da gibt es ja auch Bars. Ob ich da eine Bar finde, wo es einen Velocity gibt. Aber das war knapp in der Nähe vom Raumhafen. Könnte das sein, dass das so eine Bar ist? Ich kann mich absolut gerade gar nicht mehr erinnern. Wir hatten das schon. Ich war schon in so einer Bar, aber ich weiß jetzt nicht, wo es die gab. Und wenn ich das finde, dann könnte ich wahrscheinlich sie ablenken, dass sie vielleicht schnell aufs Klo muss. Und dann könnte ich mir schnell die Baupläne holen. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Ja. Hier sieht es cool aus. Man sieht das hier cool aus. Was war das nochmal? UFC? Ah ne, das war das Informationsteil. So, das war auch keine Bar hier. Hier war eine Bar, das war hier dieses Food Restaurant. Das war Terra Brew. Ich wollte eigentlich eine richtige Bar. Wo könnte das sein? Wo könnte es hier eine richtige Bar geben? Vielleicht hier bei The Viewport. Ach, ich habe auch gar nicht richtig zugehört, was sie gesagt hat. Sie hat bestimmt gesagt, wo ich das holen soll. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Da bist du hier. So alles. Terra Brew. Wo finde ich denn ein Velocity? Hier nicht. Wir sehen uns. Okay, stimmt also doch. Ich muss zu Neon. Da gibt es das Velocity. Die Velocity Bar, wo ich den Drink kaufen kann. Und dann kann ich den zurück zu dieser Frau bringen, damit ich irgendwie endlich an die Baupläne rankomme. Ohne entdeckt zu werden. Ich glaube ungefähr zu wissen, wo ich jetzt lang muss, wo diese Bar ist. Wo ich diese Drinks bekomme. Ich seh's nochmal kurz, dann holen wir schnell den Drink. Falls du den Namen Benjamin Bayou hörst, sollten wir uns rasch verziehen. Hier runter muss ich genau. So, dann kann es gleich losgehen. Wir gucken, wo diese Bar ist. Ich weiß nicht, ob ich da schon war, aber man muss mit der Frau in der Bar natürlich wieder reden, wie immer. Jetzt schleift es gerade mit dem Laden. Ah, okay. Madame Sauvage. Genau, hier muss ich rein. Madame Sauvage. Genau, war ich da nicht schon drin? Schon einmal? Ich weiß es gar nicht. Entschuldigung, zu Velocity und dann geht's zurück zur Quest von Ryujin, dass wir das eine wenigstens erledigen. Die Bar scheint ja gar nicht besetzt zu sein.
Warum kann ich hier an der Bayer, hier sind viele Anwärter für Crewmitglieder. Viele Crew-Anwärter. Kann ich hier rein? Hier sind die ganzen Sachen. Hier wird der Alkohol gelagert. Hier ist sogar eine kleine Lounge. Hier ist eine Slate. Cool. Haben wir noch eine Slate gefunden? Ist ja auch mal nicht schlecht. Ja, ich kann hier jetzt nichts klauen, leider. Aber hier an der Bar ist auch gerade. Es ist auch gerade niemand hier an der Bar. Ach, das ist Madame Sauvage. Ach, das ist sie ja. Bevor du bestellst, hier gibt es zwei simple Regeln. Das ist mein Laden. Also stehen hier alle unter meinem Schutz. Wenn du sie in Ruhe lässt, lassen sie auch dich in Ruhe. Dö, bestell nur, was du auch bezahlen kannst. Bei Madame Sauvage wird nicht angeschrieben. Verstanden? Okay. Endlich mal jemand, der zuhört und tut, was man ihm sagt. Gibt's in Apps halt selten. Ich mag dich jetzt schon. Ich kann persönlich für meinen Kollegen bürgen. Er wird sich benehmen. Also, was kann Madame Sauvage dir bringen? Einen Drink, bitte. Willst du den Velocity probieren? Oder klar. Für den Anfang lieber etwas mit weniger Wumms? Einen Velocity. Natürlich, gerne. Meine neue Kundschaft bekommt alles. So, alles? Dann zeig mir alles, Club. Hier ist der Velocity Blue. Oh, den nehme ich. Nur ein. Ist auch ganz schön teuer. Auf meinem Heimatplaneten gibt es wunderschöne Strände. Und zu manchen Jahreszeiten leuchtet der Ozean in traumhaften Farbspektren auf. Die Wissenschaft sagt, dass das von winzigen Organismen kommt, die biolumineszentes Licht ausstrahlen. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, es ist ein Tanz, eine Party. Die Natur bedankt sich bei der Sonne für ihre Kraft. Es ist atemberaubend. Das ist die Essenz des Velocity. Er ist ein Toast auf die Natur und ihre Wunder. Eine Verschmelzung der Menschheit mit dem Kosmos. So, ich würde gerne leider muss weiter mit ihr reden. Mein Geheimnis bleiben. Es ist sicherer, wenn die Anonymität der beteiligten Parteien gewahrt wird. Sagen wir einfach, mir hat jemand sehr viele Credits geschuldet und mit der Bar bezahlt. Das muss reichen. So. Du siehst nach Neon aus. Erkennt man sofort. Aber lass die anderen Ratten hier nicht hören, wie du über dein Leben jammerst. Sonst kriegst du ein Messer in den Bauch. Nur wenige können entkommen. Entweder hattest du enorm viel Glück, oder du bist irgendwas Besonderes. Ich würde es hier... Ich bin eben einfach nicht mehr derselbe Mensch wie damals. Ich hatte Glück, einen Mining-Job bei Argus Extractus zu bekommen. Ich habe alles getan, um irgendwas rauszuschaffen. Kriminelle Geschäfte, Diebstahl, alles. Argos. Der Wettbewerb um einen Platz, da kann blutig sein. Ich glaube, du hast das nicht nur durch Glück geschafft. Man versucht zu überleben. Zwischendurch gibt es mal was Gutes. Ein geteiltes Mahl, eine nette Geste. Aber meistens... Tja. Es hat schon seinen Grund, warum der Schnaps hier in Strömen fließt.
Den schwierigen Teil hast du schon hinter dir. Du hast dich befreit. Da kriegt man Hoffnung. Irgendwann wird niemand mehr merken, dass du von der Straße kommst. Okay. Dann würde ich mich... Oh. Darf man natürlich nicht stehlen, die Velocity Drinks. Ist das hier das Bad? Muss ich mir doch auch mal ein bisschen angucken jedes Mal. So, wir können jetzt zurück und jetzt haben wir ja den Velocity Drink. Werde ich nochmal Sternkarte gehen. Und jetzt müssten wir wieder hier. Wo war's? Da hoch. Cheyenne. Luxuries. Sprung. Das erledigen wir noch schnell, dass wir vielleicht noch schaffen, den Bauplan zu holen, ohne erwischt zu werden. Und dass wir den noch abgeben. Hab keine Schmuggelwache dabei. Wieso hat er mich jetzt nicht direkt zu den Luxusliner transportiert? Genau. Gucken, dass wir jetzt gleich andocken. Dann können wir das schnell erledigen. Ah, wo ist die? Ach, da ist doch die Basis. So, fliegen wir mal ein bisschen ran. Na, jetzt müsste gleich angezeigt werden, dass wir andocken können. Na, wann... Du hast keinen Termin, aber wir begrüßen auch spontan. Ah, jetzt. Jetzt können wir andocken. Dann nochmal rein in die Base. Dann geben wir ihr den Velocity Drink. Geben wir ihr den Velocity Drink. Wo war das nochmal da vorne? Genau, sie bekommt jetzt ihren Velocity. Nach meinem zweiten Grand Nova Preis erscheint mir diese ganze Zeremonie wie eine Bagatelle. Langatmig. Ja, es ist eine außerordentliche Ehre, mich kennenzulernen. Aha, dann bitte her damit. Das ist also der Velocity, über den ich schon so viel gehört habe. Ich muss sagen, auf gewisse Weise freue ich mich schon darauf. Mal sehen, ob er die hohen Erwartungen erfüllt. Nun denn, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Hier ist deine versprochene Entlohnung. Auch wenn das Privileg dieses Bodengangs eigentlich bezahlend genug sein dürfte, halte ich natürlich mein Wort. Nun geh bitte. Ich habe viel zu tun. Die Zukunft der Raumfahrt gestaltet sich nicht von selbst. Das hab ich schon bekommen. Nur Credits. Zurück zur Arbeit an der Zukunft. Hab Credits bekommen, ja, aber ich muss doch noch hier rein. Beeil dich, Liebchen. Pass auf. Wenn du über die maximale Kapazität des Astra oder anderes reden möchtest, frag Gia. Ich entwerfe die Zukunft. Neue Höhen, zu denen wir uns aufschwingen. Tja, zum Glück ist deine Meinung nicht gerade von Belang. Wie du meinst. Okay, kann ich jetzt hier rein? Ich muss immer noch irgendwie hier reinkommen.
Die passen nicht. Ach, die muss ich auch noch aufknacken. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das Velocity jetzt geschenkt bekommen oder dass sie halt abhaut aufs Klo, weil sie so, oder weil sie zu viel getrunken hat, dass sie halt geht und dass ich so an das Zeug hier komme, aber es ist anscheinend nicht so. Da ist der Bauplan. Mehr ist hier nicht. Mal speichern und dann verpieseln wir uns. Vielleicht können wir uns ja gleich wegporten von hier. Sternenkarte. Wir müssen ja eigentlich genau hier wieder hin, zu Neon, ins Wohlsystem. Und dann geben wir das noch ab. Geben wir das noch schnell ab und dann haben wir wieder eine Quest, oder besser gesagt wieder eine Mission erledigt in dieser Ryujin-Questline. Ich habe aber was Geschmuggeltes bei mir, Freundchen. Okay, nee. Eigentlich dürfen die es nicht finden. Fertig. Viel Spaß in Neon. Okay, die dürfen es nicht finden, weil ich habe ja diese abgeschirmten Frachträume. Oder diesen abgeschirmten Frachtraum, da können die das ja nicht finden. Geschmuggelte Sachen. So, hier landen wir mal schnell und geben die Aufgabe schnell ab und dann gucken wir mal, was wir im nächsten Video machen werden. Vielleicht sagt sie uns schon die nächste Mission an. Ich habe da was für dich gefunden. So. Genau hier lang. So. Zack. Operations. Wir haben uns aber schön angeschlichen. Es hat uns keiner erwischt. Also müssten wir jetzt das gut erledigt haben. Jetzt müsste sie endlich mal zufrieden sein mit meiner Leistung. Diesmal wurde ich nicht erwischt. So, Imogen. Ah, genau dich wollte ich sehen. Hast du den Bauplan? Sehr gut. Die F&E-Abteilung ist schon ganz ungeduldig. Bring das bitte zu Vina, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, falls du dich verläufst. Oh, wir sind aufgestiegen. Höhere Sicherheitsfreigabe. Wow. Aber damit machen wir im nächsten Video weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat mega Spaß gemacht, dieses Video zu machen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, das wäre super, wenn ihr mich unterstützt. Weil dann könnt ihr wenn ihr meinen Kanal abonniert, könntet ihr mich damit wirklich riesig unterstützen. Lasst ein Like da, schreibt einen Comment. Unter die Kommentare, schaut in meine Videobeschreibung rein, dort gibt es Links, die absolut kostenlos sind. Schaut euch das mal an. Bis zum nächsten Video, ciao!